Nicole graust es davor, mit den überheblichen Jungdudes zusammenarbeiten zu müssen. Doch die alleinerziehende Mutter kündigt ihren Job im Café und ist fest entschlossen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Andernfalls darf ihre Tochter das Erbe nicht antreten, wenn sie in 3 Jahren 18 ist. Parfümhändler David Jungblut hat allerdings eine besonders dufte Idee für Nicoles Arbeitsbeginn. Ist doch herrlich hier. Das hier ist ein irgendwie Witz, soll das sein? Das fehlt mir ja glatt mal echt ein Wort zu. Oh. Was bitte ist das? Ist das der feinen Dame nicht gut genug? Ihr Glücksbringer Benedikt hätte damit überhaupt kein Problem. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein, Herr Jungblut. Ach du meine Güte. In meinen Augen genau passend für Sie. Und der Herr Bechtel, der wird jetzt gleich auch mal zu Ihnen kommen. Wird Ihnen dann erstmal den Computerzugang öffnen, damit Sie dann erstmal auf unserer Homepage ein wenig schon mal sich schlau fragen können. Da ist er auch schon. Herr Jungblut, bitte. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Bechtel. André Bechtel, schönen guten Morgen. Hallo, Nicole. Ich bin dazu da, Ihnen den Zugang einzurichten. Ja. Haben Sie eine Sekunde Zeit? Na klar. Okay, super, das ist dort. Dauert auch nicht lange. Ein bisschen Geduld. Was ist das? Das ist tot? Tja, was denn? Oder muss ich mich einwählen? Sie sind hier nicht zum Kaffeeklatsch. Wofür brauchen Sie ein Telefon? Sie haben einen Mund, Sie haben Beine, Sie können dann auch mal eben rauskommen. Und wenn irgendwas ist, können Sie sich dann auch melden. Oder sehe ich das falsch? So, ich bin fertig. Ihr Zugang ist erfolgreich eingerichtet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Arbeit. Ja, okay. Ach, bevor ich es vergesse, E-Mail-Programme, kennen Sie sich damit aus? Ja, klar. Also ganz doof bin ich nicht. Okay, das wollte ich damit ja auch eigentlich gar nicht gesagt haben. Nur die E-Mail-Programme, die unterscheiden sich natürlich auch ein bisschen untereinander. Ich hätte Ihnen gerne geholfen, wenn es soweit ist. Sagen Sie einfach Bescheid. Alles klar, okay. Danke. Herr Jungblut, war es das soweit oder? Ja, das war es dann erstmal, damit unsere Möchtegern-Chefin hier erstmal sich schön in unseren Firmeninformationen auch einmal austauschen kann. Also sie kann dann schon mal schauen, ne? Und wir stellen hier Parfüm her, das kennen Sie ja anscheinend gar nicht, nehme ich mal ganz kräftig an, ne? Sie erzählen mir da nichts, was ich nicht schon weiß, aber es bleibt wirklich dabei, ja? Hier im Lager, mitten im Geschehen. Wunderschönes Büro, was haben Sie denn? Ist doch so. Ja, nicht zu fassen. Was ist mit den Büros oben? Werden die renoviert oder? Ach, sehen Sie, Sie scheinen ja doch nicht ganz so dumm zu sein. Also werden Sie das ja wohl verstehen, gell? Also in der Handwerkerklasse kennen Sie sich ja bestimmt auch aus. Und von daher, genau so sieht's aus. Und das ist genau das Richtige für Sie. Hier fühlen Sie sich doch wohl, oder nicht? Machen Sie sich ein paar schöne Blümchen auf den Schreibtisch und dann passt das. So, wir verlassen dann erstmal das Büro, damit unsere Möchtegern-Chefin hier erstmal klarkommt. Und dann schauen Sie sich erstmal auf unserer Homepage um, ja? Okay, passt doch. Auf Wiedersehen. Sehen Sie. Also ganz ehrlich, dass ich hier nicht mit offenen Armen empfangen werde, war mir völlig klar. Aber sowas hier kann doch echt nur ein Witz sein. Verbannen die mich ins Lager, mangt den ganzen Kartons. Aber egal, ich reg mich erstmal nicht auf. Mit Mobbing kriegen die mich hier nicht klein. Und ich kann mich darauf verlassen, dass Sie wirklich keine wichtigen Informationen öffnen kann, keine Firmeninterner, nicht, dass hier irgendwelches Chaos bei uns in der Firma entsteht. Na Jungblut, ich habe alles so gemacht, wie Sie es wollten, ganz ehrlich. Sie hat keinen Zugang zu irgendwelchen Firmeninternas, zu wichtigen Dokumenten. Sie kann nichts machen, außer E-Mails versenden und empfangen. Das möchte ich Ihnen auch raten und nicht, dass mir hier irgendwelche Komplikationen kommen, damit unsere neue Möchtegern-Chefin auch ganz schnell die Lust an unserer Firma verliert. Ja? Der jüngere Bruder des Parfümhändlers David Jungblut ist gestorben und hat seine Firmenanteile nicht der Familie vermacht, sondern seiner Tochter, von der niemand etwas wusste. Nicole Jaschke, die Mutter des Mädchens, soll laut Testament bis zur Volljährigkeit ihrer Tochter Kira die Geschäfte als Mitinhaberin führen. Doch David will die 33-Jährige loswerden. Da ist ja unsere Goldmarie. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Was ich mir wobei denke, worum geht's denn? Bitte nicht hier rausreden, Sie wissen genau, worum es hier geht. Ich weiß nicht, worum es geht und deswegen kann ich mich auch gar nicht rausreden. War mir klar, ne? Also doch zu dumm für diese Firma. Ich hab's Ihnen gleich gesagt, Sie hätten hier gar nicht reingehört. Also Sie wissen ganz genau, worum es geht und machen Sie hier bitte keinen auf Show oder einen auf Dummchen stellen. Passt ja vielleicht zu Ihnen, aber ne? So geht das nicht. Herr Jungblut, seien Sie mal so nett, sagen Sie mir jetzt bitte mal genauer, worum es geht. Sie wissen genau, worum es geht. Also nicht lange überlegen und Mutter, komm, bring mal her. Was herbringen? Ich kann doch gar nichts anderes machen, außer E-Mails schreiben. Nicht lange Palaver. Frau Jaschke, hier haben Sie es schwarz auf weiß. Wir versuchen gerade zu retten, was noch zu retten ist. Sie haben gestern für völlig überteuertes Geld Ware gekauft beim Lieferanten. Und jetzt sitzen wir auf 60.000 Euro Schaden. Bitte, das haben Sie angerichtet.
Das ist absolut lächerlich. Nee. Hören Sie doch auf! 60.000 Euro sind lächerlich. Genau. Ja, jetzt hakt's aber. Einmal hier Chefin spielen und schon das Geld zum Fenster rausschmeißen. Ihre Tochter wird nicht mehr lange was davon haben. Wie soll das bitte funktionieren? Kann mir das jemand mal erklären? Ich krieg eine Bevollmächtigung für die Homepage und darf nur E-Mails lesen und schreiben? Es ist von Ihrem Account abgegangen. Herr Bechel, bitte? Kommen Sie doch mal her. Sie sind doch unser, das ist unser IT-Experte, der weiß genau, worum es hier geht. Also, von welchem Account ist es gelaufen? Vollkommen richtig. Es ist nur von Ihrem Account gelaufen und nur Sie hatten Zugang. Genau. Tut mir wirklich leid. Mal einen kleinen Klick hier, einen kleinen Klick da und schon ist das Geld weg, oder wie? Sowas kann doch versehentlich gar nicht passieren. Also lesen ist wohl anscheinend nicht Ihre Kunst, oder? Wissen Sie was? Das Beste wird sein, Sie kommen überhaupt nicht mehr in die Firma, bevor Sie diese gänzlich ruiniert haben. Da hat nämlich weder Ihre Tochter was davon, noch unser verstorbener Sohn. Kommen Sie gar nicht wieder. Auf Wiedersehen, nein, auf Nimmerwiedersehen. Genau, und nun raus hier. Da hat der Maurer das Loch gelassen. Aber ganz schnell! Verzweifelt hat Nicole auf dem Heimweg ihre Anwältin verständigt. Ariane Paulus setzt sich vehement dafür ein, dass die alleinerziehende Mutter und ihre Tochter Kira zu ihrem Recht kommen. Schließlich wird die 15-jährige Halbwaise mit 18 eine weitaus höhere Firmenbeteiligung erben, wenn ihre Mutter durchhält. Also es wird mir unterstellt, dass ich irgendwelchen überteuerten Frunz für 60.000 Euro gekauft habe, was völliger Blödsinn ist. Das wollen die dir doch nur unterjubeln, um dich loszuwerden, Mama, damit du aufgibst. Ja, also Moment, also das ist ja jetzt auch erstmal nur eine Behauptung. Aber haben die denn überhaupt vermeintlich Beweise dafür? Natürlich nicht. Ja. Ich habe auf der Firmenwebseite mir was angeguckt, habe E-Mails bearbeitet und da war es überhaupt gar keine Möglichkeit für mich, Gelder zu verschieben. Und dann werde ich fertig gemacht, werde als unfähig betitelt, werde völlig runtergewirtschaftet verbal. Ich bin ausgerastet. Die machen mich komplett, ich gehe da nicht mehr hin. Ja, es knallt sonst. Frau Jaschke, lassen Sie mich das mal anschauen, was Sie da vermeintlich verbockt haben sollen. Und wenn Sie da wirklich richtig liegen, ich meine, dann haben Sie doch da auch nichts zu befürchten. Das ist doch klar, was Familie Jungblut dann damit bezwecken will, oder? Ja, schon, aber mir wäre dann ein ganz anderer Lösungsweg dann vielleicht doch lieber, dass Kiras Anteile abgekauft werden. Was? Dann haben wir wieder unsere Ruhe und ich kann normal als Kellnerin weiterarbeiten. Oh Mensch, Mama, jetzt lass dich doch von diesen Spinnern nicht so klein kriegen. Was soll denn das? Gib doch nicht auf. Ja, Spatz, du hast gut reden. Du musst dich ja da auch nicht vorführen lassen und dich beleidigen lassen und beschimpfen lassen. Und wenn ganz ehrlich, ich würde nicht so schnell aufgeben wie du. Wenn es so war, wie Frau Jaschke sagt, dann verstehe ich, dass sie sauer ist. Aber Kira hat auch recht. Und dass Familie Jungblut nicht zufrieden ist mit der Situation, das ist natürlich auch klar. Aber Frau Jaschke hat Rechte durch das Testament. Die sollte sie jetzt nicht übereilt aufgeben. Ich hoffe, sie überlegt sich das wirklich nochmal. Nicole hat auch zwei Tage später noch keine Entscheidung getroffen. Dann passt André Bechtel, der IT-Mitarbeiter der Jungblut, sie auf einmal an ihrer Wohnungsadresse ab. Hallo, Frau Jaschke. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Gott, Herr Bechtel, was wollen Sie denn hier? Ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also wenn es darum geht, ob ich zur Firma zurückkomme, nein. Ja, es steht mir bis hier. Und die Angst ums Geld ist auch unbegründet. Die können die Anteile meiner Tochter kaufen und mir dann mal definitiv einen Buckel langrutschen. Die Jungblut haben mich überhaupt nicht geschickt. Frau Jaschke, bitte. Wir haben damit nichts zu tun. Ich bin auf eigene Initiative hier. Dann müsste ich mich jetzt eigentlich totlachen. Sie stecken doch mit denen unter einer Decke. Machen Sie, dass Sie hier wegkommen. Ich stecke nicht mit denen unter einer Decke. Das war alles Davids Schuld. David hat es so inszeniert. Nur damit Sie schnell aus der Firma rauskommen. Na, Glückwunsch, hat doch auch geklappt. Ich brauche diesen Job. Ich brauchte ihn wirklich. So, jetzt hören Sie mir mal zu, Herr Bechtel. Die wollen mich nicht, ich will die nicht. Ja, mir steht es wirklich bis hier. Jetzt habe ich diese feine Familie kennengelernt und weiß sicher, dass das eine ganz gewissenlose Mischproke ist. Und wenn Sie Ihr Gewissen erleichtern wollen, ist das Zauberwort Beichtstuhl. Ich habe auf die Scheiße keinen Bock mehr. Ich kann verstehen, dass Sie sauer sind. Ich würde wahrscheinlich genauso reagieren. Ganz genauso. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Davids Mutter, David, die sind so. Aber Benedikt definitiv nicht. Sie wollen mir was über Benedikt erzählen? Lässt mich vor 15 Jahren hängen? Schert sich ein Teufel um seine Tochter? Der hätte nicht mal ein Problem gehabt, hätte ich sie abtreiben lassen. Erzählen Sie mir nicht diesen Mist über ihn. Ich würde Sie gerne auf ein Bier einladen. Ich möchte Ihnen gerne was zeigen. Ist auch nicht weit, dauert nicht lange. Gut, Herr Bechtel, ich lasse mich für diesen Moment drauf ein. Ja, dann bin ich einmal gespannt. Nicole ist noch gespannter, als André Bechtel ihr nahelegt, ihre Anwältin hinzuzurufen. Der Angestellte der Jungbluts führt die beiden Frauen in einen Lagerraum des Parfumhandels. André ist nämlich einer unglaublichen Schweinerei auf die Schliche gekommen.
Auch wenn der IT-Experte aus Angst um seinen Job zuvor getan hat, was David Jungblut befahl, das hier kann er nicht verantworten. Ja, schauen Sie sich das mal an, bitte. Das ist das Parfüm, was der David verkauft. Das ist unglaublich, doch oder? Ein ganz normales Parfum. Wissen Sie was? Auf den ersten Blick sieht das auch genauso aus. Und genau das ist auch der Clou an der ganzen Geschichte. Der kauft gepanschtes Zeug aus Südeuropa, Osteuropa. Der kann das weltweit einkaufen. Das ist eigentlich völlig egal. Es geht übers Internet. Dann ist das total gepanscht. Niemand kann das per Geruch feststellen, weil die nie so feine Nasen haben. Macht dann neue Flakons für, wie gesagt, und neue Aufkleber drauf und verkauft das als Originalprodukt. Wie? Fleur de Noir, das ist alles nur gepanscht. Das ist alles nur gepanscht. Okay, damit macht er ja einen riesen Reibach. Genauso gut könnte er sich auch eine Druckmaschine mit Geld hinstellen. Das ist ein weltweites Unternehmen. Innerhalb von 20 Minuten, so hat es mir der Benedikt damals gesagt, kann man alles bestellen und alles verkaufen. Weltweit. Und das ist absolut sicher? Ich versichere Ihnen zu 100%. Ich denke, damit könnten wir ihn aber rankriegen, oder? Allerdings. Was sind denn das für klappernde Geräusche? Ist hier noch jemand irgendwo? Das sind nur die Lüftungsanlagen. Dürfen wir das behalten? Ja, das dürfen Sie behalten. Ich muss nur eben kurz die Kiste einmal zumachen. Und wenn wir dann gehen könnten, wäre das super, weil vielleicht wären wir noch erwischt. Und das wäre nicht so gut. Ja, das wäre jetzt nicht verstanden. Ja, gut, ich bin sofort fertig. Ich gebe Ihnen das mal mit, Frau Paulus. Mhm. Damit können wir ihn. Wenn wir Herrn Jungblut diesen Betrug nachweisen können, dann wird es Frau Jaschke erheblich besser gehen. Das hier gebe ich auf jeden Fall erstmal ins Labor. Und ich freue mich schon darauf, Herrn Jungblut mit diesen Tatsachen zu konfrontieren. Ariane Paulus und ihre Mandantin Nicole freuen sich gewaltig, dass David Jungblut es ihnen so leicht macht. Mit seinem gepanschten Parfum zieht sich der Firmenerbe quasi selbst aus dem Verkehr. Ohne André Bechtel, der den Betrug aufgedeckt hat, wäre die Konfrontation am nächsten Morgen allerdings nicht möglich. Hallo, guten Tag, Familie Jungblut. Oh, Jaschke. Unentschuldigt fehlen und jetzt mit Anwalt hier antanzen? Herr Jungblut, meine Mandantin möchte sich ein bisschen über die Firmenpolitik informieren. Um es genauer zu sagen, wir vermuten, dass Sie gepanschtes Parfum verkaufen. Wie bitte? Unsere Firma hat sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Mutter, richtig aufsetzlich. Frau Jungblut, schön wäre es, wenn es so ist. Aber kennen Sie das? Haben Sie es schon mal gesehen? Und? Ein edles Tröpfchen. Düftchen aus unserem Sortiment. Mhm. Passt bestimmt zu Ihnen. Und? Ja, das wäre wirklich so, wenn auch das drin wäre, was draufsteht, Herr Jungblut. Das verstehe ich nicht. Ja, ich kann es Ihnen erklären, Frau Jungblut. Ihr Sohn lässt Parfum punchen, füllt es dann in vermeintlich Originalflakons ab und verkauft es zum Originalpreis. Da kommt ganz schön was zusammen, Herr Jungblut, richtig? Also Sie? Wie bitte? Riech die nicht auf, Mutter. Sie haben ja eine Fantasie. Wie kommen Sie zu dieser Unterstellung? Das ist doch totaler Blödsinn. Das kann doch nur von dem Herr Bechtel so kommen. Sie wissen ganz genau, dass wir recht haben. Herr Bechtel, das ist Blödsinn. Das lasse ich mir einfach nicht bieten. Sie sind gefeuert. Sie können in der Personalabteilung... Ach, das können Sie nicht machen. Jawohl, da können Sie hingehen. Resturlaub. Oh. Und dann möchte ich Sie hier nicht mehr sehen. Sie haben Hausverbot. Ach, Herr Jungblut, hören Sie doch auf. Eine Kündigung, was bringt Ihnen das? Ich freue mich schon auf die Kündigungsschutzklage. Also. Aber wissen Sie was? Sie müssen sich in Acht nehmen. Das Nächste, was kommt, ist nämlich die Strafanzeige. So. Also, ich kann Ihnen nur sagen, Sie werden von unseren Anwälten hören. Und dann können Sie sich mit Straßenrecht auseinandersetzen. Was glauben Sie eigentlich? Also, ich möchte Sie hier in meinem Büro nicht mehr sehen, sonst werde ich die Polizei rufen. Also, bitte verlassen Sie das hier. Ganz schnell raus. Also, ich hoffe, dass der Bechtel recht hat und weiß, wovon er spricht. Also, ganz ehrlich, so richtig nervös kam mir dieser David gar nicht vor. David Jungbluts Selbstsicherheit macht auch Ariane Paulus und André Bechtel stutzig. Die drei haben beschlossen, den anscheinend kriminellen Familienunternehmer zu beschatten. Sie wollen weitere Beweise für dessen betrügerische Geschäfte sammeln. Zwei Tage später folgen sie ihm zu einer Lagerhalle. Würde mich auch nicht wundern, wenn er jetzt gleich irgendwelche Pakete rausholt und irgendwas umpackt oder was wegbringt. Ja, aber was ist, wenn er hier eigentlich was ganz anderes will? Wir werden schon mitten in der Nacht hier machen. Wir werden die ganzen Beweise jetzt wegschaffen. Denke aber keine Sorge, wir haben schon recht gehabt. Ich rufe jetzt schon die Polizei und die sollen ihn mal auf frischer Tat. Ja, hallo, Paulus, Rechtsanwältin.
Während Ariane Paulus, Nicole und André auf die Polizei warten, passiert nichts. David Jungblut scheint noch in der Halle zu sein und überwacht vermutlich seine Parfumpanscherei. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, bitte? Guten Tag, die Polizei. Sind Sie ja David Jungblut? Nein, bin ich nicht. Ist er denn im Haus? Ja, da hinten haben wir schon gesagt. David, und du? Tag. David. Herr Jungblut? In meiner vollen Pracht. Guten Tag. Wir wurden gerufen von der lieben Kollegin hier. Verdacht auf Steuerhinterziehung. Mhm. Ich wusste jetzt echt nicht, dass Golfspielen Steuerhinterziehung ist, aber wollten Sie gerne Ihres Amtes. Hören Sie doch auf, Herr Jungblut. Ja, tun Sie hier nicht so unschuldig. Ich bitte Sie. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie Dreck am Stecken haben. Aha. Also, ich kann Ihnen nur eins sagen. Sie lassen sich hier gerade wirklich instrumentalisieren von ehemaligen Mitarbeitern aus unserer Firma. Erbschleicher und eine absolut unfähige Anwältin. Also, ich Blödsinn. Kann Ihnen nur sagen, ich spiele ganz normal Golf, hab die Halle offiziell gemietet, können auch gerne meinen Ausweis haben. Ja, es ist gut, Herr Jungblut. Also, so wie ich sehe, ist hier alles in Ordnung und Golfspielen in der Halle ist demnach auch nicht verboten. Also, für uns war es das ja. Können auch gerne mitspielen, aber leider nicht genug da. Entschuldigen Sie für die Unannehmlichkeiten. Ja. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und wir sprechen kurz. Das wünsche ich Ihnen auch. Ja. Wiedersehen. Na, das war doch jetzt mal richtig schön peinlich. Nicht, dass der Bechtel sich vielleicht doch nur alles ausgedacht hat, weil er diesen David nicht mag und ihm so eins auswischen wollte. Also nach dem Ding kann ich mich da in der Firma nicht mehr blicken lassen. Und ja, die einzige Hoffnung, die mir noch bleibt, ist, dass Frau Paulus mir hilft, dass die Jungbluts vielleicht doch noch Kiras Firmenanteile kaufen. Nicole wartet noch auf das Laborergebnis der Parfümprobe. Doch dann hat die alleinerziehende Mutter einen überraschenden Anruf von Gabi Jungblut erhalten. Die Seniorchefin will sich mit ihr und Ariane Paulus am nächsten Tag treffen. Die 65-jährige Firmengründerin hat am Telefon nur angedeutet, dass sie etwas Brisantes herausgefunden hätte. Ich glaube, sie hatten mit ihrer Vermutung recht, auch wenn ich das nicht gerne sage, weil David ja mein Sohn ist. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass er die Firma, die mein Mann und ich mit viel Arbeit und Schweiß aufgebaut haben, in den Dreck zieht. Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und ich habe mich im Büro umgesehen. Und dann bin ich auf Unterlagen gestoßen, die auf die Anmietung von Lagerhallen schließen lässt, von denen ich nichts wusste. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wozu braucht er die denn? Ja, das klingt ja sehr interessant, Frau Jungblut. Wissen Sie denn, wo diese Lagerhallen sein sollen? Ja, ich habe Kopien gemacht. Vielleicht schauen Sie sich die mal in Ruhe an. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt geht's mir besser. Ich habe ja nächtelang nicht mehr geschlafen, wissen Sie. Ich möchte einfach wieder, dass unsere Firma in gutem Lichte dasteht, so wie es immer bei uns schon gewesen ist. Vielleicht, wenn etwas Gras über die Sache gewachsen ist, dass wir noch mal von vorne anfangen können. Wir schauen, Frau Jungblut, ja? Auf Wiedersehen. Mensch, was war das denn jetzt? Also ich hätte ja mit allem gerechnet, aber damit bestimmt nicht. Ich kenne sie ja immerhin nur als Furie. Aber vielleicht hat sie eben doch ihr Herz am rechten Fleck. Tja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Nur darf Herr Jungblut uns jetzt nicht wieder einen Schritt voraus sein. Im Kampf gegen den Parfümhändler schöpfen Nicole, Ariane Paulus und André Bechtel neuen Mut. Sie folgen den Hinweisen von Gabi Jungblut und observieren die angemieteten Hallen. Zwei Tage später scheinen die drei einen Treffer gegen David zu landen. Sie werden es nicht glauben. Da drinnen sind Arbeiter und packen fleißig Pakete um. Jetzt haben wir sie. Diesmal können sie uns nicht an der Nase herumführen. Ich rufe jetzt sofort Zoll und Polizei an und dann werden wir sie hochnehmen. Rechtsanwältin Ariane Paulus ist gemeinsam mit der Erbin Nicole Jaschke und dem gefeuerten Angestellten André Bechtel einem zum Himmel stinkenden Parfumskandal auf die Spur gekommen. Nach dem entscheidenden Hinweis der Firmengründerin, David Jungbluts Mutter Gabi, wollen sie den Panscher nun des Betrugs überführen. So, wir übernehmen zuerst, ja? Sie halten sich bis in den Hintergrund. Fertig? Okay. Auf jeden Fall fertig. Okay. Die Polizei! Guten Tag! Jeder bleibt dort stehen, wo er jetzt steht. Die Hände bleiben aus den Taschen, jawohl. Die Hände bleiben draußen, danke schön.
So, Sie kommen mal bitte gleich ein Stück zurück. Und dann hätte ich ganz gerne von Ihnen. Frau Anwältin. Ja. Das hier ist das Material, genau. Um das es geht. Jungs, könnt ihr mal ein bisschen durchchecken hier? Ich denke, das sind die Flakons. Da wird schon das gepanschte Parfum drin sein. Das wird dann hier in die vermeintlich echten Verpackungen gefüllt. Und so wird das dann auch zum Originalpreis vertrieben. Nur es ist eben nicht das. Wer macht denn die Nummer hier? Wer ist denn das der Zuständige? Wir hatten das hier. Das ist Herr David Jungblut. Sag mal, Herr David Jungblut, ist der hier im Haus? Also, wir beide. Herr Jungblut? Was ist denn hier los? Ach, Herr Jungblut, wie nennen Sie dieses Spielchen? Das ist ja wohl kein Golfen, ne? Ist das Steuerhinterziehung? Betrug? Woher haben Sie die Adresse? Herr Jungblut, Ihren Ausweis bitte. Ja, sofort. Da vergeht Ihnen das Lachen, nicht wahr? Geben wir gleich rein, danke. So, möchten Sie sich schon mal äußern oder wollen Sie auf Ihren Anwalt warten? Nein, Herr Jungblut wartet auf die besten Anwälte der Stadt, nicht wahr? Gott sei Dank hat uns Frau Jungblut in die Hände gespielt. Sonst wäre es bestimmt schwieriger geworden, Herrn Jungblut etwas nachzuweisen. Dieser muss sich jetzt vor Gericht wegen Steuerhinterziehung und Betrug verantworten. Drei Monate später feiert Gabi Jungblut einen Neuanfang mit ihrer Firma. Nicole Jaschke ist nun ihre Geschäftspartnerin, bis deren Tochter Kira in 3 Jahren ihr Erbe antritt. Gabis Sohn David wird nie wieder in dem Unternehmen mitwirken. Er ist zu 1,5 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Nach dem besonders für Gabi schweren Prozess gegen ihren Sohn wollen nun alle an die Zukunft denken. So, na dann, willkommen in meinem neuen Büro. Ne? Ja, schauen Sie mal, toll. Ein bisschen was anders. Bitte schön. Dankeschön. Ja. Ich freue mich und sehr für Sie. Und wir freuen uns sehr, dass du jetzt endlich bei uns bist und dass wir heute einen Neuanfang machen können mit dem Büro und auch mit uns. Dankeschön, ich freue mich auch, aber ich wollte es eben erst, wenn alles wirklich durchgestanden ist, offiziell machen. Ne? Verstehe ich. Das hat ja auch in der Presse noch ganz schön hohe Wellen geschlagen. Hat das denn geschadet? Ja, am Anfang war es ziemlich happig, aber mittlerweile ist alles im grünen Bereich. Und wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube, gemeinsam können wir das ganz einfach schaffen. Und wir sind auch auf dem besten Wege. Stammkunden sind uns geblieben. Toll. Und das ist das Wichtigste. Gut, dann würde ich jetzt bitten, anzustoßen, weil ich werde Lust dran. Ja, danke. Nicole Jaschke hat nun mit ihrer Tochter Kira ein ganz neues Leben vor sich. Die Ex-Kellnerin ist dank ihrer Anwältin Ariane Paulus doch noch zu dem berechtigten Erbe gekommen. Gabi Jungblut behält ihre Firma und der treue Mitarbeiter André Bechtel hat seinen Job zurück.